Anlage eine Zeit lang im Schuh liegt, dann spricht die mit uns. Wie können wir ihm dabei helfen, dass er einfach auch gesund und fit bleibt? Das ist für mich möglich, mit meinen Einlagen dir für diese Richtigkeit zu sorgen. Das speichern wir jetzt und dann gehen wir in die Produktion. Hallo, frohes gepflegten Leistungssports. Herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Channel. Nach langer Zeit habe ich mich endlich mal wieder dazu bereit erklärt, ein Video zu machen. Heute gibt es eine kleine Special Edition. Und zwar ist man doch als Leistungssportler immer auf der Suche nach den letzten 2-3%. Und ich finde meine immer hier. Ich habe deswegen auch meine Schuhe dabei. Ich bin nämlich heute bei Christoph Trautmann und lasse mir für die neue Vorbereitung und auch für meine neuen Schuhe direkt noch die passenden Einlagen machen. Und weil ich persönlich das ultra interessant finde, dachte ich, hey, ich nehme euch mit. Deswegen kommt einfach mit. So. Hey, was schon? Servus. Hey, Christoph. Na, alles okay? Alles gut? Bei mir ist alles gut. Prima, schön, dass du da bist. Ja, freut mich, dass du wieder Zeit gefunden hast. Ich habe wieder meine Schuhe dabei. Ja. Und ich dachte, jetzt ist auch langsam die Lebenszeit vorüber von meinen Einlagen und wir könnten mal wieder neue machen. Cool. Schöne Farben. Danke. Ja, klasse. Dann lass uns loslegen. Komm, du darfst ins Laufzimmer. Ins Kämmerle. Genau. Darfst dich ganz schön vorbereiten soweit. Was Sportliches anziehe, dass wir mich gleich richtig anschauen können. Perfekt. Was machst du jetzt? Ich würde dich mal anlegen hier in meinem System, weil da habe ich ein ganz tolles neues Paket mit Laufband und Bewegungsanalyse, die wir jetzt mit dir machen. Und da lege ich dich an, dass ich dich in der Datenbank drin habe. Okay, ja. Perfekt. Mach das und in der Zeit ziehe ich mich um und du stell dich doch am besten mal vor. Ah, gerne. Hallo Leute. Ja, mein Name ist Christoph Trautmann. Ich bin selbstständiger Adoptierschuhmachermeister hier in Schwetzingen. Bin seit 22 Jahren ansässig hier in meinem kleinen Geschäft. Ich komme ursprünglich aus dem Badischen, das hört man am Dialekt. Seit 1889 gibt es das Familienunternehmen Trautmann. Ich habe noch drei Brüder, die das gleiche tun. Und vor 22 Jahren habe ich mich selbstständig gemacht und bin hier in der Region gelandet, um mich um die Füße hier in dieser Ecke zu kümmern. Dazu haben wir hier was Besonderes entwickeln lassen. Es gibt es zweimal in Europa, einmal hier in Schwetzingen und einmal in der Filiale in Mannheim. Das ist Woodway, der Kaiser, der König der Laufbänder, weil es eine Lamellentechnik ist. Man hat ein sehr natürliches Bewegen auf diesen Bändern drauf. Und parallel dazu wird man hier mit 3D-Kamera und Infrarottechnik aufgenommen. Und der ganze Körper wird vermessen und diese Vermessung im Raum übergreifend zeigt uns dann, inwieweit sind Bewegungen in den Gelenken, Kniegelenke, Hüftgelenke. Der Körperschwerpunkt wird gemessen, die Schrittlänge wird entsprechend dargestellt. Und diese Technologie hilft uns darüber hinaus, zu den Einlagen einfach zu sehen, wenn derjenige sich dann bewegt, sei es im Alltag oder im Sport, bis hin zum Spitzensport, wie können wir ihm dabei helfen, dass er einfach auch gesund und fit bleibt. Zu viel laufen. So, da bin ich wieder. So, super. Also, Max. Ich habe dich soweit angelegt, dass wir hier dich mal richtig anschauen können. Das kennst du, glaube ich, noch gar nicht, gell? Oder? Ne, das kenne ich noch nicht, das ist neu. Ja, ist richtig spannend, neu. Ich habe das entwickelt. Also. Und hier machen wir jetzt mit dir entsprechend eine Basic-Geschichte, dass wir dich aufnehmen beim Gehen. Und vielleicht bei einem leichten Lauf, um einfach auch einen Bewegungsrhythmus zu finden. Wobei du als Gewichtheber hast ja das Glück, dass du mehr stehst. Wie das ich stehe mehr, ja. Ich muss nicht so viel. Ich muss höchstens auf die Bühne hoch und wieder zurücklaufen. Super, das kriegen wir hin. Dort können wir nicht hin. Nimm mal Platz. Ich würde erst Schuhe und die Strümpfe ausziehen, dass ich dich barfuß habe. Und dann schaue ich mir erstmal deinen Fuß richtig an, ob sich da irgendwas getan hat. Also das letzte Mal, als ich bei Christoph war, da hatte ich noch die
Adidas Boost an mit der ganz weichen Sohle. Da gab es direkt eine Schelle, weil die sind anscheinend nicht so toll für den Fuß. Vielleicht habe ich jetzt mit meinen Nike ein bisschen mehr Glück. Ja, aber schauen wir mal, ob die das besser verhalten. Beweglichkeit an sich. Schaue, gibt es irgendwelche Auffälligkeiten von dir, wo du was merkst? Also es hieß mal, dass ich bis auf Fußpilz ziemlich alle Krankheiten habe. Plattfuß, Schweißfuß, Senkfuß. Sagt doch mal jetzt, wo ich Handschuhe anhabe, ist echt unglaublich. Aber so ist er halt. Immer auf Überraschung gut. Gut. Optisch, oder? Optisch, ja. Man sieht ja schon, wird ja schon an Schwielen oder an Hornhaut erkennen, ob irgendwelche Fehlbelastungen vom Fuß sich bemerkbar machen würden. Und hier bist du wirklich eigentlich sehr hornhautfrei. Von dem her ist das schon mal eine gute Geschichte. Du darfst dich hinstellen. Und da wird einfach nur kurz geschaut, inwieweit es jetzt irgendwelche Auffälligkeiten wären. Ob da was ertastbar ist. Man merkt hier eine leichte Veränderung im Großzehgrundgelenk. Der kleine Zeh dreht da unten rein auf beide Seiten. Das ist aber. Das habe ich meiner Mutter geerbt, glaube ich. Ja, du, das gibt es schon ewig lang. Ich bin extra, als wir eine Romreise gemacht haben, zu deiner Statue gegangen und diesen Barfußklub und alle haben schon die Zehe da unten drin gehabt. Also es hätte mit einer Fuß und Enge im Schuh an für sich gar nicht allzu viel zu tun. Ich habe gehört, das wäre ein Schönheitsideal. Gut, Max, wir legen los. Komm, wir gehen aufs Laufband. Bitteschön. Laufen? Okay. Einfach ganz bequem hinstellen. Muss ich da joggen? Oder nee, erstmal ganz hoch. Du wirst jetzt in dieser Geschwindigkeit von 4,2 km/h entsprechend so aufgenommen und vermessen. Das ist der Test. Hier ganz genau, was passiert. Inwieweit dass du dich und wie du dich bewegst, was dein Körper so macht. Wir haben da oben drinnen den Bereich von der Lateralisierung. Von der Flexibilisierung in deinem Rumpf, ob du hier drinnen in dem, was du machst, sehr auffällig bist, nach vorne, nach hinten, ein bisschen steif oder eine gute Beweglichkeit mitbringst. Das ist also da oben, wenn du es anschaust, sind es normale Werte, das ist wirklich okay. Das nächste, was wir anschauen, ist die Hüftbeweglichkeit, die man hier erkennen kann beim Gehen. Das ist die Gradzahl, inwieweit das deine Hüfte sich frei bewegt, also wie viel Grad das du in der Bewegung mitbringst. Wenn man von minimal und maximal ausgeht, ist es so, dass man 20 Grad nach hinten durchgeht vom Pendeln her und 20 Grad nach vorne. Das ist also das, was die Hüfte an sich fertig bringt. Du gehst auf beiden Seiten nur auf 17,6 oder auf 15,8 mit deiner Beweglichkeit nach hinten. Also da kannst du von der Freiheit in der Muskulatur ein bisschen aufdehnen, dass du gut nach hinten rauskommst, damit du auch die Beweglichkeit in der Hüfte nach vorne nimmst. Weißt du, wie ich meine? Also wir müssen jetzt schauen, jetzt so, als wäre ich schon ein bisschen verkürzt. Und das ist eigentlich nicht das volle Bewegungsausmaß. Richtig, genau. Da bist du ein bisschen in einer Verkürzung drin und die Verkürzung mischt da gut auf. Du musst ja im gewissen Sinne aufdehnen, dass du den Bewegungsspielraum für dich beibehältst, dass du dir das nicht zumachst. Ich vergleiche es immer mit dem Hoftor. Wir kommen durch, wir müssen nicht die ganze Zeit weit aufmachen. Aber irgendwann ist es dann so weit, dass das Hoftor nicht mehr ganz aufkriegst, weil es auch nicht mehr geht. Und damit ich in meiner Beweglichkeit bleibe, ist es wichtig, dass ich auf eine gewisse Dehnbarkeit und Bewegung achte. Des Weiteren achten wir darauf, was hier im Bereich von dem Knie passiert. Linke Seite haben wir 48,7 Grad Bewegung, hier sind es 44,1 Grad Bewegung. Du bist in einer Streckung von 9,4 und hier von 13,4. Das bedeutet, das rechte Knie ist bei dem, wenn du läufst, irgendwie auffällig. Das also die normalerweise kommt man 0 Grad wären komplett durchgestreckt. Mhm. Das macht man nicht, weil ich dann auch mein Gelenk pressen würde. Also eine leichte Beugung von 5, 6 Grad, sowas ist okay. Hier bist du auf der linken Seite mit 9 Grad noch im Rahmen, 13 Grad aber zu viel. Also da könnte auf der rechten Seite, genau, auf der rechten Seite könnte mehr Streckung da sein. Inwieweit sich das jetzt, warum auch immer bemerkbar macht, das schauen wir uns gleich auch noch hier an, weil wir dich ja dann von hinten aufgenommen haben, um zu sehen, wie das Ganze passiert. Die Kontaktzeit von links und rechts wird hier dargestellt mit 67 oder 66, ist soweit gleich, das ist okay. Auch die Schrittlänge haben wir einen kleinen Unterschied von einem Zentimeter, das spielt aber so bei dem jetzt keine große Rolle. Inwieweit sich das jetzt beim Laufen bemerkbar macht, wenn du ein bisschen rennen würdest, das können wir uns gleich nochmal anschauen und dann machen wir weiter.
Ist jetzt schneller, oder? Ja, 8 km/h. Schaffst du das? Ich mag's schon. Ja, also ich werde wahrscheinlich nicht mehr laufen können. Ich muss dann schon so einen leichten... Joggen. Ja, joggen. Joggen war das... Schneller, die schnellere Bewegung gesehen. Da war was. Das, was du machst in der Fußballpause. Schnell zum Klo, ein Bier holen. Wenn ich ganz dringend muss, dann jogge ich auch ab und zu mal auf Toilette. Also, ich lasse die Aufwärmphase von 10 Minuten weg. Ja, so lange entschieden. Sonst. Also, wieder ohne festhalten, jetzt wird schon wieder kalibriert. Das Coole, wirklich von dem System an sich, schau mal, du bist jetzt hier im Raum übergreifend. Also das, die Kamera, diese Kameratechnik nimmt dich so frei auf. Das Ganze ist jetzt erklärbar, bist du zu weit vorne, bist zu weit hinten, auch hier können wir schauen. Von oben in deiner Rotation, wie du das machst, wenn du jetzt mal den Arm hebst, sieht man direkt, was da passiert. Also auf dem Bildschirm sieht es aus, als würde ich mich behindert laufen. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es auch so ist. Das Laufen, wie gesagt, Laufen ist ja nicht deine Ausrichtung. Da schauen wir direkt, wie das aussieht, was er von hinten her tut, inwieweit er dann den Fuß sauber aufsetzt oder entsprechend schlechter abholt. Das schauen wir uns gleich gemeinsam auch an und werden es aus. So, du darfst runterkommen. Jetzt machen wir weitere Vermessungen, damit wir noch mehr Informationen kriegen zu dir. Und je mehr wir haben, desto besser können wir halt auch hier für dich was Individuelles machen. So, Max, stell dich gerade hier auf die zwei roten Streifen. Früher habe ich gesagt, Striche. Und habe dann eine 68-jährige Kundin gehabt, die schon ewig lang zu mir kommt. Dann hat sie ihr gesagt, da, Frau, Punkt, 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 stellte sich hier auf die zwei Striche drauf. Mhm. Dann sagt sie, Herr Trautmann, dass ich in meinem Alter nur mal um den Strich gehe, hätte ich auch nicht gedacht. So, Max, hier sehen wir jetzt die Bodenreaktionskräfte, die Situation, was dein Körper an Druck auf den Boden bringt. Das wird uns jetzt hier entsprechend dargestellt. Links, rechts, so wie du siehst. Der Punkt hier bedeutet, inwieweit bin ich in meiner Mitte. Mhm. Und wenn wir das jetzt sehen, dann sind wir hier unten bei 49, 50, 50. Das sieht gut aus. Das tun wir jetzt eingefrieren. Aber was wir jetzt erkennen können, wenn ich das jetzt so anschaue, sind gewisse Verfärbungen. Auf der linken Seite bringst du mehr Rot auf die Ferse gegenüber der rechten Seite. Auf der linken Seite ist der Vorfuß weniger belastet gegenüber der rechten Seite. Das bedeutet, du bist in deiner Körperhaltung, wie du stehst, links, fersenlastiger, rechts vorfußlastiger, bist also hier oben entsprechend in einer leichten Rotationsbewegung vorhanden. Mhm. Und dadurch schon allein so beim ganz normalen Stand. Die Rotationsbewegung spüre ich übrigens auch im Training, weil ich nämlich beim Wegheben immer so, da kommen die Hand immer so leicht nach vorne. Oder Kniebeuge geht auch immer so nach vorne. Könnte damit was zu tun haben. Ja, ja. Also da gibt es ein, merkst du es hier vom Rücken, da unten drin in dem Bereich? Nee, nicht. Das nicht, sondern nur wenn du an der Handel bist und gehst dann ins Training und dann merkst du, dass so. Ich selbst, für mich fühlt sich das an, als würde ich alles richtig machen. Also wäre die komplett gerade, besser geht's nicht. Und dann kommen aber, also entweder ich sehe es selber auf meinen Videos oder der Trainer sagt halt, pass mal auf links auf. Okay. Aber ich selber kann das nicht steuern. Wenn ich sage, okay, ich nehme links zurück, dann behebe ich ja nicht die Ursache. Denn es ist ja nur für den Moment, okay, ich weiß, links geht nach vorne, ich nehme es ein bisschen zurück. Mhm. Aber wenn ich jetzt nicht daran denke, dann wandert links trotzdem. Ja, aber das ist jetzt das, warum du dran denken musst. Weil du ansonsten dir durch das Anheben und durch das Bewegen, wenn du das machst, ständig auch deine Spannkraft in der Muskulatur dann so antrainierst, dass du dann auch so bleibst. Mhm. Deshalb ist es wichtig, für diese Richtigkeit zu sorgen, das entsprechend auszugleichen, dass wenn ich dann runtergehe, dass ich dann in meiner Achse stehe, wie ich stehen sollte und muss. Punkt. Muss. Gibt kein... Kann ich so machen. Wenn du da jetzt nur 20 Kilo drückst, dann haut es da ganz weg. Deshalb, damit hier nicht irgendeine Verschiebung stattfindet, ist es richtig, dass man das kontrolliert. Gehe ich sauber runter oder weiche ich aus? Und wenn ich ausweiche, muss ich mich rüberziehen, weil ich meine ganze Muskelkraft, meine ganze Haltungskraft entsprechend hier in diesem Moment brauche und mich nicht verändern darf. Das ist ja meine Philosophie. Es fängt da unten mit den Füßen an. Wenn du unten stehst, das ist unser Fundament. Ich mache mit jedem Schritt etwas Richtiges oder etwas Falsches. Und bei dir, du stehst und du musst hundertprozentig in deinem Fundament stehen. Wenn du da unten stehst und du kannst hier unten drin irgendwie kippeln, wie du willst, egal, dann drehst du dein Knie weg, dann kannst du machen, was du möchtest und musst dagegen halten. Jetzt sind wir wieder bei der Energie. Dann musst du so viel Energie aufbringen, um da dagegen zu gehen, dass die Kraft,
die du hier brauchst, anderweitig in deinem Körper besser zur Verfügung stehen könnte. Und damit das nicht passiert, machen wir dir die Einlage, dass du von unten her sauber bist. Also mir fällt auf, dass ich O-Beine habe. Oh, Max, wirklich? So Max, also wenn wir uns das Ganze jetzt anschauen, was du machst beim normalen Gehen, was da passiert. Achten wir jetzt in Zeitlupe drauf. Der erste Moment, wenn deine Ferse auf dem Boden sitzt, das ist die Impact-Phase, wo jetzt hier der Druck auf einmal zustande kommt und deine Spannkraft in deiner Muskulatur entsprechend sich aufbaut in der ganzen aufbauenden, auf- und absteigenden Muskelkette. Und wenn wir uns das anschauen, sollte das im Großen und Ganzen wirklich in einer guten Statik stattfinden, die für jeden individuell betrachtet sich unterscheidet. Bei dir ist es so, dass wenn du aufkommst, dass dein Sprunggelenk von seiner Achse her dich in die O-Beinhaltung bringt, was man hier sehr schön sieht, wie du jetzt auch anfängst, deine Knieachse nach außen zu schieben. Das ist einfach die Beinachse, die du mitbringst. Mhm. Wir achten gleichzeitig darauf, was da unten im Bereich vom Fuß passiert. Weil wenn wir uns das jetzt anschauen, ich zoome es mal ein bisschen her, dann haben wir im Auftritt diese Fußachse. Und jetzt nehme ich das gleiche Bild auf die andere Seite, zoome es groß. Aber wenn wir jetzt hier wieder in dem gleichen Moment den Fuß anschaue, passiert dann Folgendes, wenn du dich aus diesem, jetzt hier, den lassen wir nur stehen als Information, wenn wir uns jetzt hier aus diesem Schritt lösen und du die ganze Belastung hier drauf kriegst, siehst du, wie du hier mit dem Unterschenkel abwanderst, aber wie gleichzeitig hier auf der Innenseite dein Fußgewölbe anfängt nachzugeben. Siehst du das? Ja. Und durch dieses Nachgeben... Das ist ja das, was ich meine. Das sieht ein bisschen komisch aus. Richtig. Irgendwie. Dieses Verkippen, was hier stattfindet, das ist die Verspannung, die dein Fuß aufbaut und die dann auch in deiner ganzen Muskulatur als unnötige Verspannung stattfindet. Das ist das, was dein Fuß eigentlich könnte und das ist das, wohin er sich dann nachteilig verändert. So Max, jetzt haben wir soweit mal alles angeschaut und jetzt kommt das eigentliche Interessante, der Abdruck. Da freue ich dich drauf. Wenn der Fuß wieder gedreht ist. Ja, das ist ein bisschen kitzlig. Genau, komm, setz dich hoch. Ganz früher, als ich angefangen habe zu lernen, habe ich das Ganze noch mit Gipsabdrücken gemacht, wo wir den Fuß dann modelliert haben. Und seit 25, 28 Jahren mache ich das so wie hier mit dem Fuß vermessen. Du darfst nach rechts sitzen, mit dem linken Fuß fangen wir an. Das sind wie so kleine... Kennt ihr diese komischen, wie heißt das, wo du das Gesicht reinhältst oder die Haare reinhältst und dann ist dieser Abdruck und so funktioniert es genauso. Hier kommt diese Stifte hochgefahren und dann sieht man das Relief des Fußes. Da wird der Fuß genau abgetastet, genau. Deshalb jetzt im Sitzen, damit ich jetzt deinen Fuß in der Lockerheit habe, dass ich ihn schön nach seiner Natürlichkeit vermessen kann. Und hier kommen feine Drucksensoren hoch, die den Fuß abtasten. Und diese Vermessung ist die Grundlage, um danach dann deine Einlage herzustellen. So, jetzt geht's los. Jetzt kitzelt's. Angenehm, gell? Ja, ich über die Jahre habe ich jetzt auch dran gewöhnt. Also. So, jetzt heben wir den Fuß hoch, dann sieht man schön, wie das Ganze dann entsprechend aussah. Und diese Information des Tastens, das wird jetzt digitalisiert und umgesetzt und dann haben wir dafür dann gleich einen tollen Abdruck. Jeder Fußabdruck ist so individuell wie der Daumen. Das war's gewesen, vielen Dank. Wenn man jetzt herkömmliche Einlagen macht, kann ich mir vorstellen, dass man sagt, na gut, so wie der linke Fuß ist, ist dann sicherlich auch der rechte, deswegen hier. Genau. Du, oder? Und das ist eigentlich der Fehler. Komplett. Du hast genau recht. Oftmals kann das auch ein Laie für sich ausmachen, ob das für ihn gemacht wurde oder nicht, wenn er die Einlage auf den Schuh nimmt und legt sie nebeneinander und er kann erkennen, dass sie gleich sind, dann sind sie falsch. Ganz einfaches, ganz einfache Methode, um zu wissen, was kacke ist und was nicht. So, die sehen doch gleich aus. Die sehen gut aus. Wir sehen jetzt hier in der Feinheit den Unterschied auf der linken Seite, der Verlauf von dem Gewölbe. Das ist ein Messstift, der jetzt nicht ganz hoch kam. Oder auf der rechten Seite, wo du hier entsprechend ein bisschen tiefer stehst. Also diese Kleinigkeiten sind im Fuß drin, die sind so und das ist auch in Ordnung. Da vorne drin die Kräftigkeit, die dein Fuß einfach mitbringt und dadurch auch braucht. Also von dem her fürs Gewichtheben gute Basis. Ja.
Klingt nicht schlecht, oder? Ja. Das speichern wir jetzt und dann gehen wir in die Produktion. So, ich ziehe mir jetzt kurz was an. Und wenn ihr euch umschaut, was hier alles rumhängt, zum Beispiel die Fußballschuhe von Manuel Neuer oder Semih Khedira oder Thomas Müller, Trikots von namhaften Fußballern, aber auch Leichtathleten. Da waren hier schon eine ganze Menge Menschen unterwegs. Und jetzt du. Und jetzt ich. Das sind die Einlagen von Matthias Steiner, mit denen er damals in Peking 08 den Olympiasieg gemacht hat. Mit denen war er 5 Jahre unterwegs. Und das ist auch das, was halt die Qualität ausmacht, dass so eine Einlage auch dann über die Jahre hinaus diese Sache leisten kann, die Festigkeit und Stabilität zu bringen, um auch bei so einer Belastung entsprechend standzuhalten. Also die hat er getragen von dem Video, was man kennt, wo er am Ende neu. Also, jetzt gehen wir hoch, bearbeite deine Füße, dass wir da was Gescheites rausholen und dann gucken wir mal. Okay, danke. Bitteschön. Kommt gerade mit. So, Analyse ist vorbei, wie ihr gerade gesehen habt. Und jetzt versuchen wir einfach noch ein bisschen was zu retten. Das heißt, wir gehen in die Produktion und dann nehme ich euch natürlich auch mit. Also ich bin ja Sportler. Mhm. Ich komme ja aus einem sportlichen Hintergrund, aber du hast ja nicht nur Sportler, du hast auch normale Kunden, ja, oder? Alles, wirklich. Von der Oma, die da gerade noch so zu Fuß unterwegs ist, oder junge Kinder, ganz, ganz viele Kinder, ganz, ganz wichtig, in frühen Jahren loszulegen und einfach auch für Richtigkeit zu sorgen. In der Sache, klar, nicht nur die Spitzensportler. Ist ein Grund, warum dass ich da unten den Raum als solchen gemacht habe und habe die ganzen Trikots und alles von vorne weghängt, weil manchmal sind Leute reingekommen und gesagt, hey, ich bin ja gar kein Athlet, ich kann dir ja gar kein Autogramm geben. Bin ich denn richtig bei dir? Ich kann dir nur Familienfotos geben. Unterschrieben. Ja. Aber dann habe ich zu der Oma gesagt, oh ja, schreibe es mir was, ich häng's auf. Ehrlich, machen Sie das? Dann sag ich, ja, machen wir. Und noch einen Kuchen mitbringen. Ja, passiert immer mal wieder. Glaube ich alles. Gibt Schlimmeres, oder? Also kommen nicht nur Sportler zu dir und auch Nein. Wenn man normaler Mensch ist, kann man auch beim Christoph vorbeischauen und sagen, ich habe da irgendwas mit meinen Füßen. Kannst du mir helfen? Alle willkommen. Und wenn der Christoph gefragt wird, Google-Rezension, wie sieht's aus? Dann sagt er immer, ich habe da einen Raum für. Er ist schon beeindruckend. Espresso ist ganz wichtig. Ja? Damit man frisch bleibt im Kopf, ja. Damit wir uns einig sind miteinander. Ich muss mal kurz nach meinem Flachmann gucken. Spaß. Ja. Sportler trinken keinen Alkohol. Aber ich will die Gelegenheit gerade nutzen, ich darf euch meine Instagramer vorstellen. Meine Tochter und ihr Freund, der Nils, die Clara, ja. Die kümmern sich jetzt bei mir um Instagram, weil da bin ich einfach das Alte für. Weißt? Und jetzt haben die das Ding ins Leben gerufen unter Einlagenmanufaktur Trautmann und haben uns verinstagrammert und jetzt können wir da richtig loslegen und Vollgas geben. Ist das nix? Super, gell? Willkommen im 21. Jahrhundert. Ja. Max braucht nicht Töne spucken, der hat dafür auch jemanden, der sein Instagram führt. Also. Ich denke, das ist schon richtig. Ja. Muss das jetzt sein? Genau, an Erik. Danke. Hey, vielen Dank, dass er das macht. Gerne, es macht uns selber viel Spaß. Ja. Ja. Richtig cool und da freue ich mich schon drauf. Auf die wenn ihr euch gut anstellt, könnt ihr auch meinen Kameramann ersetzen. Ne? Du Arsch. Nochmal so ein Spruch und du fliegst raus, ein Recall. Der Schnuggespresso getrunken, es langt jetzt. Kann man irgendwie was schaffen? Es langt jetzt. Alle wollen sich mal ins Bein pissen, Leute. Jetzt zeig doch mal, wie ich das machen muss. So. Komm, dann geht die Werkstatt. Gehen wir als erstes runter zum Fräser. Da wählen wir für dich jetzt das passende Material aus. Von dem, was da an Druck von deinem Körper aufs Material wirken muss, brauchen wir was dem gewachsen ist und standhalten kann. Und das weißt du jetzt aus dem Fußabdruck und aus dem System. Sagt dir das System, was für Material du nimmst? Nee, Erfahrung. Das ist meine langjährige Erfahrung. Seit 14 Tagen bin ich jetzt am Start und deswegen ist es meine langjährige Erfahrung. Seit 14 Tagen? Nee, also das ist wirklich, da kann man ganz, ganz viel richtig und ganz viel falsch machen, auch bei der Auswahl der Materialien, da geht es auch weiter. Wenn du in die Hand nimmst und bewegst, dann merkst du schon mal, welche Festigkeit das da drinnen sein kann. Und wenn ich etwas zulassen möchte und bewegst und lasse eine Flexibilität rein,
Dann wähle ich entsprechend das Material aus. Bei dir muss eine Standfestigkeit und eine Stabilität sein. Also brauche ich was Hartes. Die ganze Zusammensetzung von der Analyse, wie du dich bewegst, wie deine Füße sich verhalten, wie viel Druck, dass du auf die Brote bringst, das sind für mich die Werte, aus den Erfahrungswerten ich dann schöpfe und schaue, welche Materialien passen für dich. Jetzt machen wir den Frästisch frei. So, dann brauchen wir erstmal eine Schutzbrille, einen Umhang, Arbeitsstiefel. Ein Stift. Stift? Stift. Stift habe ich schon mal. Stift, super. Den kann ich schon mal holen. Danke. Mach dich mal ein bisschen warm mit. Letztlich nicht. Und dann, ja. Und dann geht's gleich los, aber du brauchst Schutzbrille und Umhang, den hol ich dir. Stift. Bin ich. Gut. So, was soll ich jetzt machen, Max? Was du musst auf jeden Fall lauter reden, ich verstehe kein Wort. Das ist ja Sinn und Zweck von dem Ganzen. Was machen wir jetzt? Schönes für dich? Fräsen. Fräsen, gut. Die Fräse kalibriert sich jetzt, damit sie weiß, wo sie steht. Und jetzt fährt sie dann nach dem Start direkt auf den Block und fräst den Fuß aus. In der Zwischenzeit, wo der hier fräst, machen wir noch was anderes. Ich hab's auch schon wieder vergessen. Materialien kleben, oder? Espresso trinken. So. Vorhin kam noch die Frage auf, was ist denn jetzt der Unterschied der Einlagen an sich? Genau. Das ist, wenn wir jetzt mal das. Glaube ich, nicht nur für mich interessant. Genau. Wenn wir jetzt mal das annehmen, was original von Nike drin liegt. Das sind die Einlagen, die quasi bei den Romaleos 2 mit drin waren. Serienmäßig sozusagen. Genau. Und das ist jetzt meine alte Einlage, die von dir schon gemacht wurde. Richtig. Auch schon ein bisschen vertrage. Man sieht es an der Verformung. Die Einlagen, wenn die eine Zeit lang getragen werden, verlieren ihre Kraft und senke sich ab, weil einfach viel Druck stattfindet. Aber das ist die Einlage, die Nike original im Schuh hat. Und wenn ich jetzt das Relief deines Fußes hier ausmesse und gehe hier dran, nur als Gegendruck, damit die Stifte sich abzeichnen können, und gehe mit dieser Form, die du hast, hier drauf, dann sieht man schön, was diese Einlage nicht kann. Wenn dann dein Fuß hier gestützt, weiß, jetzt stehe ich gut, und er kommt hier rein und ihm fehlt, dann verkippt er und dreht. Und da kann auch, also was sich dann über das Fußgelenk, über die Knie, über die Hüfte dann einmal komplett ausbreitet. Ich sage es also immer laienhaft, ist der Hund ist Boot, wenn sich das bewegt und der, wo oben im Wasche sitzt, der muss ganz schön fest sein, dass der nicht von oben runter spricht, was dem durch die Marke geht. Also das sind Kleinigkeiten, die hier stattfinden, die aber nach oben hier eine große Wirkung haben. Das siehst du jetzt schon mal, wenn jetzt die zwei Schuhe anschaust, auch das ist ganz wichtig, zieh mal aus. Einfach so Grundsätzlichkeiten vom Schuhwerk. Wenn du mit sowas Gewicht heben würdest, dann wird es umfallen. Da ist so viel Flexibilität und Weichheit drin, der kann dir gar keine Rückkopplung geben. Habt ihr das gehört? Wenn ihr in den Schuhen Gewicht heben machen würdet, würdet ihr umfallen. Also, ergo, ist nicht so gut, ne? Gar nicht, das ist absoluter. Es gibt ja noch welche, die machen gerne Kniebeuge oder Gewicht heben in solchen Running-Schuhe. Nee, absoluter No-Go. Zum einen Running-Schuh. Wenn der Schuh ist zum Laufen gedacht, komm mal mit, ich zeig das, und zwar hier, hat der Schuh nur diese Auflagefläche. Wenn du auf dieser Auflagefläche Gewicht hebst, dann hast du die Möglichkeit, hier nach hinten abzuhauen. Geht gar nicht. Und das Gleiche von dieser kurzen Fläche, laufst du hier nach vorne in eine Bewegung ab. Also du bist regelrecht geschaukelt. Und damit das, weil das Gewichtheber nicht darf, braucht er einen Schuh, der steht. Das ist jetzt dem seine Fläche, wo er steht. Die ist viel weiter nach hinten gezogen, hinten stabil. Wenn er runtergeht, wenn er hinten ist, dass er da nicht abhaut und nicht nach hinten fallen kann, sondern dass er hier wirklich eine Festigkeit hat. Und das Material, da kannst du drücken, wie du willst, da passiert nichts. Wenn ich das bei dem Material mache, nochmal zum Vergleich für alle, da siehst du, was das Material nachgibt. Zum Laufen, genau richtig. Mit dem wird schon nicht rennen können. Also Gewichtheben hast du gesagt, Gewichtheberschuh ist optimal, nicht in den Nike Running Schuh. Und was ist jetzt, wenn ich barfuß Gewichtheben machen würde? Gibt es ja auch einige. Ja du, sag das. Keine Ahnung, wo der Quatsch herkommt. Wenn wir barfuß, also ganz, ganz wenige sind top so barfuß, dass ich sage, da passiert nicht viel vom Fuß.
Das sind aber mit Sicherheit keine, die irgendwie Gewichtheber oder sonst was machen. Ich finde, im Urwald oder irgendwo, die noch barfuß unterwegs sind. Wir sind in unserer Zivilisation im E-Strich auf dem Asphalt unterwegs. Unser Fuß ist ermüdet. Der kann das nicht. Und wenn jetzt er zu dem, dass er das gar nicht kann, dass er 8 Stunden lang auf dem Sessel sitzt die ganze Zeit und dann sagt, jetzt gehe ich abends ins Gewichtsstudio und mache ein bisschen Muckis und stelle mich barfuß hin und mache und nehme das Gewicht auf und an, dann kann ich meine Körperachse kann ich gar nicht halten. Die breche im Fuß unten zusammen, stehen dann schlecht in den Kniegelenken, in den Muskeln, trainiere sich irgendwas an und dann siehst du durch die Gegend laufen mit so einem Ende und denkst, sie können es. Das ist kompletter Quatsch. Wir brauchen für unsere Sache, die wir machen, brauchen wir das richtige Fußwerk. Für die Laufschuhe, wenn wir joggen gehen, ein richtiger Laufschuh. Wenn wir Gewicht heben, brauche ich einen Gewichtheberschuh. Punkt. Da gibt's gar nicht viel mehr zu sagen. Barfuß ist Quatsch, geht nicht. Gut, da hätten wir das jetzt auch besprochen. Wer übrigens auf der Suche ist nach Gewichtheberschuhen, ich kenne deine Adresse. Schau mal in den Weightlifting-Shop, einfach mal vorbeischauen. Gibt's das. So, eben kam die Nachricht. Die Einlagen sind fertig, also gefräst. Die gucken wir uns jetzt an und dann wird geklebt. Was machst du jetzt? Jetzt schneide ich die Einlage aus der Form heraus, damit wir sie oben an der Schleifmaschine weiter bearbeiten können. Die linke Seite macht immer der Meister und die rechte Seite macht der Stift. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das gut ist. Okay, ich wollte ein bisschen härter zudrücken. Ja, mit der Zeit kriegst du auch so dicke Arme wie ich und dann klappt das beim ersten Mal. Dich würde ich erstmal zur Doppelkontrolle schicken. Espresso! Espresso! Espresso-Doping! So. Das kann auch gerissen werden. Ach, sie sag mal so: Kamera ist nicht gerade leicht. Jetzt hör auf, dich hier zu beschweren, Mensch. Das ist eine Konzentrationssache. Oder? Ja. Prima. Ist das so okay? Jawohl. Super. Gut gemacht, Stift. Gut gemacht, jawohl. Als erstes haben wir jetzt die feine Form eigentlich so weit lassen, oder? Gut gefräst, genau. Jetzt fräsen wir hier oder schleifen hier drumherum die Kanten weg, arbeiten hier noch ein bisschen nach. Weil die Breite vom Fuß dann entsprechend gut sitzt und passt. Und auch die Rohform wird noch ein bisschen nachgearbeitet und dann werden die Einlagen beklebt. Das wird ein bisschen lauter. Weil du jetzt heute hier bist. Wir machen das für jeden so. Jede Einlage wird so handhergestellt, wie wir das jetzt machen. Wir haben keine Fertigeinlage, die irgendwie nach der Kiste gemacht wird, sondern wirklich für jeden Fuß individuell, links wie rechts. Ich habe mich jetzt ganz kurz geehrt gefühlt, weil ich dachte, es wird nur für mich gemacht, aber... Okay. Stift, wo bist? Ich bin da, Chef. So, brauche ich nicht mehr, ne? Nee. So. Die legen wir so hin, weil wir jetzt kleben. Jetzt wird sie bestrichen. Hier gibt es eine Klebeschicht auf der einen Seite. Das ist auch aus Italien, ne? Ja. Und da haben wir die Sprühkleber. Wie ein guter Espresso, alles aus Italien. Wie die Espresso-Maschine. Ja. Schön oben Ansätze. Der Druckaufbau oder Druck ist aufgebaut. Jetzt wird dann die Breite vom Kleber aufgebaut und dann schön drüber fahren. Klebstoffschnüffler. Beamt das, ey. War Spaß. So, das trocknet jetzt ab und dann gehen wir in den Ofen und aktivieren es. Achso, das muss erst trocknen. Das ja, bindet ab. Das muss jetzt erst noch ein bisschen. Ist jetzt noch feucht, das muss jetzt erst noch austrocknen. Jetzt ist flexibel und weich, jetzt klebt es am Finger. Jetzt kann man es hier
auflegen. Schön von vorne her anfangen, ins Material reingehen, in der Mitte bleiben, dass dahinter die Schale mitgenommen werden kann. Und da, wo es dann überall gut verklebt ist, dann ist es auch dunkel. Hm. Wenn sich Luft drunter bilden würde, dann wird es nachher, wenn ich wieder wegschleifen würde, wird es dann Luftloch geben. Deshalb muss man es gut anpressen, solange es heiß ist. Auch hier machen wir jetzt wieder den Zwischenschritt, dass die Einlage auspoliert wird. Und so gibt es einfach dann auch eine feine Einlage. Da ist dann nichts mehr Grobes drin. Hm. Und man müsste es vielleicht nicht tun, weil das Material das schluckt und wie auch immer. Ja, das ist ja eigentlich sehr glatt. Ja, aber unser Anspruch, das, ich spüre es. Ob das der andere, der, wo es trägt, spürt, weiß ich nicht. Es ist mir auch egal, aber ich weiß es. Deswegen mache ich es weg. Das kommt hier auf der linken Seite, das was wir wissen, weil du ja so nach außen wegbrichst, die Versteifung drauf. Das ist das Material. Das wird dann so sein, dass sich beides nicht gleichmäßig bewegt, sondern dass diese Seite fester bleibt und die flexibler. Um einfach dem nach außen brechen entgegenzuwirken. Das schleife ich jetzt im Vorfeld ein bisschen dünner. Das ist ein bisschen dicker, ja. Das ist richtig, ja, ein Drehplastik quasi. Genau, festeres Material. Das schleife ich jetzt noch aus zuvor, dann brauche ich nachher nicht so viel da drin arbeiten, weil die schlechter drankommen. Und dann können wir das verkleben. Jetzt habe ich ja die Versteifung hier aufgetragen. Jetzt ist das Material, das grüne Material, sorgt jetzt für die Festigkeit, dass er beim Gewichtheben dann stabilisiert wird und nicht mehr nach Hause ausbrechen kann. Und jetzt kommt die Endschicht, die Farbschicht drauf. Auch wieder schön gesprüht. Die Haftzeit und jetzt können wir es warm machen. Sieh schön, wie sich's. Manche Materialien schnurzen sich zusammen. Kannst schon zugucken und auf einmal werden sie klein. So, jetzt sind wir in der richtigen Temperatur. Wie viele Einlagen wird er jetzt eigentlich am Tag gemacht? Oh, wir machen so 20 bis 25 Paar am Tag. Das ist aber ordentlich. Ja. Was meinst du? Pizza? Sagt der Fachmann. Ja, müssen wir jetzt eh mitarbeiten, also. Versuchen wir was Gutes draus zu machen. Ich denke, das kriegen wir noch hin. Gut. Das brauchst du eine gewisse Zeit zum Trocknen. Und die Zeit nutzen wir mit Espresso. So sieht's aus. Wie ist das Praktikum bisher? Ich hatte die ganze Zeit noch gar keine Zeit, auf Handy zu gucken, deswegen muss ich das jetzt machen. Ne? Also ist das bei einem guten Praktikum auch, Max? Ich weiß, also, ja, genau. Weiß nicht, wie das bei der Bundeswehr ist, aber... bei der Bundeswehr renne ich ständig mit Handy rum, ja. Also Espresso gestärkt, jetzt geht's weiter. Jetzt haben wir die Rohform, jetzt geht's drum, das ist auch wieder Kunst, wirklich, diese Einlage oder diese Brocken jetzt so zu schleifen, dass die dann in der Form, in der Höhe, in der Form hier unten, dann so sind, dass man sie in die Schuhe reinlegen kann. Genau. Soll ich das machen oder machst du das? Da kannst du jetzt hier gar nichts, siehst du, da kannst du drücken. Die Grundfestigkeit, wenn du es bei der machst, die gibt nach. Hm. Ja, die ist halt nicht so flexibel. Ja. Und die ist auch stabiler. Aber die wird jetzt auch wieder ein bisschen weicher durch das Durchschleifen. So, das machen wir. Ich mache die linke und du die rechte. Das ist auch eine Idee. Und dann sehen wir, welcher besser ist. Genau. Das macht er alles nach Gefühl. Das ist alles, steckt alles in seinen... Deine Freundin würde sich freuen, wenn du so viel Gefühl hättest, ne? Ja, Mann.
Max, was sagst du als alter Fachmann? Was sagst du als alter Fachmann? Ja. Bitteschön. Sind ganz okay. Weiße Proberunde. Hast du immer noch die Langhantel und Plattform hier stehen? Wo ich sie gleich probieren kann? Oder ich teste sie auf dem Laufband. Ja, genau. So, setz dich her. Also das ist jetzt nicht nur der Service, dass ich mich da hinunterknie und binde, sondern hier geht es mir darum, wie der Schuh am Fuß sitzt. Ich muss aufpassen, dass die Schnürsenkel nicht abreißt. Oh, der drückt so jetzt schon das Blut ab. Oh, da hat mir damals mein Vater die Schuhe gebunden. Ne? Oh, ey. Dann hat es angefangen zu bitzeln im Fuß. Und fest. Wie Fischerdübel. Bombe feststellen. Mhm. So, andere Seite. An der Schnürung sieht man, ob ein Schuh richtig sitzt, ob ein Schuh gut am Fuß sitzt. Wenn die Schnürung schön gleichmäßig zugeht, dann wäre sie gut. Hör schon. Für die ist kacke, ne? Hey, die sind ja nicht mal, habt ihr nicht zugeschnürt, das ist ja keine Kritik. So. Ja. Bei dir ist es ein tolles Beispiel. Ich hab dir ehrlich zu sagen, nie. Eher Schuhe mit so Klettverschluss. Alter. So ganz weiße. So, das ist das finale Produkt. Ich weiß gar nicht, wie lange haben wir jetzt daran gearbeitet? 20 Minuten. 3 Espresso. Okay, ich sag mal ein bisschen was über 5 Stunden. Mhm. Aber ihr habt gesehen, es ist hochwertige Handarbeit. Passt perfekt in den Schuh rein. Ich denke, damit werden sich die nächsten Trainings vielleicht noch ein bisschen grob anfühlen an den Füßen, aber man muss dazu natürlich auch ein bisschen Zeit geben, um sich anzupassen. Und dann denke ich, wird es richtig laufen. Wir sind jetzt auch schon ganz langsam am Ende des Videos. War diesmal ein Video mit sehr viel Knowledge, würde ich mal sagen. Ist halt nicht einfach nur eine Einlage, die man irgendwo kauft, sondern ihr habt gesehen, es gibt eine Analyse, dann wird das Zeug zusammengebastelt und dann nochmal personalisiert, angepasst, sodass man wirklich qualitativ was Hochwertiges hat. Und ja, wir stehen gerade in dem Raum. Ich denke, der spricht für sich. Also kommen viele Sportler, also bei weitem noch professionellere Sportler als ich, zum Christoph und lassen sich die Einlagen machen. Und auch normale Menschen. Genau. Also wir vielen Dank für den Einblick. Sehr gerne. Mir hat es super Spaß gemacht. Du kriegst auf jeden Fall ein Feedback von mir, wie es war im Training. Und wenn noch irgendwelche Kleinigkeiten sind, sind wir da, stimmen wir das ab, machen noch Kleintuning, Feintuning für das Ganze. Dann darf ich wieder um die Schürze bitte, mein Freund. Stimmt, das habe ich ja ganz vergessen. Da hoch und gleichzeitig oben raus, genauso. Tut es super schon leid und weh, dass ich jetzt da meine Schürze wieder bekomme. Also wenn ich aber dann mal Schwierigkeiten habe in der Werkstatt, I call you. Einfach durchklingeln. Ja, aber ich hoffe, in meinem Praktikumszeugnis steht jetzt nicht drin, war stets bemüht. So wie in meinen letzten. Ja, vielen Dank. Ich habe sehr, sehr viel Spaß gemacht. Freut mich. Und schön, dass ihr so einen Einblick mal bekommen habt in den ganzen Ablauf. Welche Mühe wir uns geben, wenn wir so Einlage von Hand herstellen. Und es ist schön, dass das jetzt mal so. Ja, dass wir das jetzt mal so gemacht haben, wie wir es gemacht haben. Sollte auf jeden Fall gewürdigt werden. Super. Deswegen, wenn euch das Video gefallen hat, gerne Daumen hoch. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, gerne Daumen hoch. Sagt euren Großeltern, dass, wenn sie ein bisschen Probleme haben mit ihren Füßen und ihren Schuhen, ich jetzt genau weiß, wo ihr die hinschickt, nämlich zum Christoph Trautmann nach Schwetzing. Und dort gibt es richtig fresh neue Einlagen. Bis bald.